Alter, weiter geht heute Spieltag Nummer 36 hier bei FIFA und wir machen heute weiter. So, ein bisschen mehr. Bisschen Erwartung. Jo, wie gesagt, Viktoria Köln, damit haben wir mit denen haben wir noch ein bisschen was gut zu machen. Oh, oh, da habe ich noch ein bisschen Kohle reingekriegt. Wie viel haben wir denn? 2,6 Millionen ne? Fürs Halbfinale. Ne? Das ist gar nicht so schlecht. Wegen dem Finaleinzug, ja. Mal gucken, wie es am Ende ausgeht. Aber ja, wir haben jetzt noch drei Spiele in der Liga, genau. Und das Pokalfinale. So, okay. Gehen wir mal rein ins Spiel gegen Köln. Mit denen haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Nochmal ein bisschen was gut zu machen. Sprich, das Hinspielergebnis egalisieren. Wenn wir gegen die nämlich gewinnen, haben wir alle Spiele tatsächlich einmal haben wir gegen jeden Gegner einmal gewonnen. So, los geht's. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn er hat das Karriereende angekündigt und darf in der Startelf ran. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Wir könnten auch die Tordifferenz auf plus 100 schrauben. Wie gesagt, Hinspiel gegen Köln haben wir 2-1 verloren. Das war am zweiten Spieltag. Es gab im Vorfeld des Diskussionen um ihn, weil er am Saisonende die Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen wird, Buschi. Er hört auf. Es ist soweit. Seit einiger Zeit gab es ja die Gerüchte. Hört er auf, hört er nicht auf. Jetzt wissen wir es. Es ist zu Ende und den werden wir vermissen, keine Frage. Hat so viel geleistet, so viel erreicht. Der klassische Musterprofi. Vielen Dank und viel Spaß bei diesem Spiel. Und los geht's. Ja, auf. Und heute geht es um noch ein bisschen was mehr. Wir wollen natürlich noch gucken, dass wir nochmal Ganvuda nach vorne ein bisschen schieben. Und das letzte Spiel gab es ja dieses 2-1 im Pokal-Halbfinale gegen Stuttgart. Wir stehen im Pokalfinale. Ich vermute gegen die Bayern, aber wissen tun wir es doch nicht. Ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Das können Sie am besten, das machen Sie diszipliniert. Da hat der Trainer herausragende Arbeit geleistet. Und für den Gegner macht es das wahnsinnig schwer. Ah, schön gemacht, den kriegt er dadurch Ganvuda. Diesmal nicht. Ganvuda! Und die erste Schalker Chance in diesem Spiel. Na, nicht mal 10 Minuten. Risse. Wunderlich. Derjenige, der aufhört. Amatei, der das gut macht. Ja, hat er gut gespielt. Da schickt er den Mitspieler. Szene geht also. Bzw. 0-1. 13 Minuten gespielt. Und es ist mal wieder Ganvuda. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Der Meister führt. Also, klar. Drittliga Meister. Wir sind aufgestiegen. Wir sind in der zweiten Liga. Das ist das Wichtigste. Der Aufstieg soll auch da gelegen. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Das sehen wir dann in einem Jahr. Also, das ist ein Jahr. Circa einen Monat. Dann würde mir die Folge wahrscheinlich rauskommen, dann irgendwann. Oder dann 500, je nachdem. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Schalke 04. Die Nummer 19. Silver Ganvuda. So, Ganvuda hat es auf jeden Fall gemacht. Hat sein Tor gemacht. Müsste 25 jetzt gemacht haben. Einwurf. Gegen den VfB traf er nicht. Da trafen eben die De Rosun und Erja Krüger, der das 2-0 erzählte. Was macht er draus? Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Boah, den hat der Keeper Weltklasse gehalten. Mit das Ding wäre das 2-0 hier schon gewesen. Ja, die Fans sind da, nicht zu überhören. Ganz kritische Phase jetzt. Vielleicht geht doch noch was.
Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ha, schön gemacht, Dragovic. Der Kopf und Kragen mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Das muss man mal erlebt haben. Vielen Dank. Ja, diesmal ist er super gespielt. Krüger 2-0. Das muss es sein. Die Schalke mit dem Tor. Es geht halt rein um den zweiten Platz in der Torjägerkanone. Gamula. Zunächst spielen sie zurück. Und dann hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse. Nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation. 2-0 jedenfalls. Das müsste jetzt auch nochmal 26 schon gewesen sein. Jo, ist es auch. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Tor für Schalke 04. Die Nummer 19. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gamula jedenfalls hat sein Tor gemacht jetzt. Also, oder habe ich schon Doppelpack gemacht? André Day. Hi, Rutsch. Hey. Buniaku. Wunderlich. Klasse Einsatz, faires Tackling. Oh, der war nicht schlecht gespielt. Der war wirklich gut gespielt. Und dann ist nur einer frei. Und das ist Kobylanski. Nö, ist das nicht Kobylanski. Weil Gamula dahinter noch bekommen steht. 0-3, 32. Dreierpack. Yes. Wir schauen nochmal auf das Tor und da sehen wir, naja, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden, aber so. Den hat der Keeper schön da vor den Lauf gelegt und den des Stürmers. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Und das ist sein 27. Ligator. Ja, nicht, dass der dem Kobylanski noch gefällt wird, der hat nämlich bei 33. Sechstens nämlich dann noch. Aber da muss er heute noch mal ein paar Mal nachlegen. Ja, mal gucken, was halt geht. Ja, es ist halt momentan alles für Gamula. Das ist es halt. Der muss heute sein Tor machen. Da ist die Chance. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Weston McKennie. Silvia Gamula. Gamula und der macht den Ball. Seh schon. 4-0. 39. Nee. Abseits, Krüger. Ich habe ihn schon gesehen da außen. Der war tatsächlich im Abseits. Das kann man hier klar sehen. Schade. Leider war es dann doch knapp, aber es war die richtige Entscheidung. Es war Abseits. Gut, es ist für. Man führt mit 3-0. Ja, und jetzt auch hier Abseits. Aber so wird abgepfiffen. Risse, Decks. Bundesliga-Spieler. Da ist der Ball weg. So, aber gut, okay. Es läuft jetzt gerade so ein bisschen ruhiger. Aber wie gesagt, die Schalker führen auch mit. Ohne Probleme 3-0. Nur eine Minute noch Nachspielzeit. Ah, kriegt der den. Ne. So, dann dürfte jetzt auch Halbzeit sein. Ja, wird jetzt auch der Abfall. Schiri fällt jetzt auch gleich ab. Und dann ist es hier Pause 0-3. Diese Partie wirklich nochmal spannend wird. Für den Moment steht es hier 3-0. So, St. Pauli gegen Sandhausen 1-1. Und wir führen hier 3-0 in Köln. Durch ihn hier. Dreimal hat er da schon getroffen. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Na, der Gamula, der muss ja. Legt den Ball jetzt raus, diesmal ist es kein Abseits. Da ist Platz auf dem Flügel. Jetzt macht er es nicht. Ach, das ist doch nicht wahr. Die haben keine. Eigentlich eine gute Chance, ja, aber der war nicht schlecht eigentlich. Der war der. Kein Grund zur Aufregung. Machst du nichts. Muss er anfahren. Ich wollte den schön reinlegen da oben und dann schön ruhig reinlegen. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an.
Ja, da ist Platz jetzt. Grätsche kommt. Also, da war aber gar nichts. Dann doch sehr gewundert, wenn der... Ja, jetzt kann ich kurz wechseln, weil ich muss jetzt mal da vorne ein bisschen... Ich muss es auswechseln. 3 Tore hat er heute gemacht. Das heißt, ich bringe ihn raus, dass vorher mir dann komplett ausfällt. Eingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Hattrick heute gemacht. Jetzt und jetzt wird er rausgenommen. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Volle Partie. Beide Top-Torjäger gehen vom Platz. Genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Und jetzt dürfen da vorne mal noch ein paar neue rein. Weston McKennie. Schönes Zuspiel. Und dann ist es Strelli Mamba, der auch nochmal noch ein Wörtchen mitreden will heute. Und er macht dann das 4-0. Sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Die sind richtig gut drauf heute. Weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. So, und damit haben wir es geschafft. Wir haben jeden Gegner einmal geschlagen in dieser Saison. Für ihn war das so ein Tor Nummer 14. Das ist eine beruhigende Führung. Ja, der wird da oben nicht mit eingreifen. Und zwar hat zwar noch so seine Tore gemacht, aber wird auch nicht damit eingreifen. Also wir haben echt, ja, die Offensive funktioniert definitiv. Die haben fast alle zweistellig getroffen. Und ich denke, das so, ist und jetzt sind hier noch klar, dass es passt, diese Saison. Ja, guter Pass. Guter Vorstoß da jetzt. Jetzt mal Kölner Latte. Fast das Tor. Ball geht erst ans Aluminium und dann ist er doch noch zur Stelle. Ja, da sollten wir noch mal einen Blick drauf werfen. Das gucken wir uns noch mal an. Hat nicht viel gefehlt. Die Chance auf den Konter. Ah, schade. Der kommt nicht durch. Ball. Schade, das war eine gute Kontermöglichkeit. Nochmal Tay. Ja, schönes Ding, Amamba. Ich sehe dich schon da vorne. Alles offen. Und der kriegt hier nicht ins Tor. Das war schon die zweite oder dritte Situation so, dass ich den nicht dann reindrücken kann. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Gott, schläge mich. Den lässt er stehen. Aber Kolasinac riecht das und sagt dann an mir und kein Ball vorbei. Und das könnte eine Minimum Gelb geben. Vielleicht gibt es sogar glatt Rot. Gibt Gelb. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Aber Rot hätte sich nicht mehr beschweren können, wenn ich ehrlich bin. Weil meine Meinung war, da schön von hinten in die Beine gegrätscht. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Matej, der ein bisschen rausgeht. Und Köln macht, versucht natürlich noch mal ein bisschen was zu machen. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit. Ja, ich habe sie so ein bisschen das Rückgang gehen lassen. Das ist jetzt einfach schlecht, da muss man nicht drum rumreden. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Ach Mann, es ist immer wieder dasselbe Ding. Derselbe Quark, dass ich da nicht außen durchkomme. Das könnte was werden. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. So, jetzt geht der Gelb vom Blasen runter. So stark, dass er solche Szenen liest. Ui. Da kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. 83. Minute. Ecke kommt in den 16er. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. 6 Minuten haben wir hier noch. Ja, und der Ball geht nochmal durch auf Stil Rosson. Lebt die nochmal was machen. Jetzt. Was für ein Tor. 5:0. Doch noch der Treffer dann am Ende. Absolutes Traumtor. Und es ist immer mal wieder mit einem Doppelpack. Ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr.
Heute ist nicht der Tag der Überraschungen, zumindest nicht in dieser Partie. Im Hinspiel ja. Dazu haben sie einfach zu wenig entgegenzusetzen. Das muss man dann auch akzeptieren. So. Ja, da ist Platz jetzt. Oh, er geht da volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Und jetzt hat er ein bisschen Glück gehabt, dass Del De Rose und da durchkommt. Sehe ich schon. Oh! Und der Mama fast mit seinem Hattrick. Da hat der Weltklasse gehalten, der Keeper. Verhindert hier das nächste Tor. Und damit war's das. 5-0. 36. Spieltag. Ja, damit haben wir die Aufgabe Köln auch abgehakt, den Sieg. Tolles Zuspiel. Den Ball spielt er gut. Das muss es sein. Die Schalker mit dem Tor. Schalke jetzt über außen. So, passt. So, Pflichtaufgabe gelöst in der Liga. Das ist das Wichtigste. Sandhausen und Pauli trennen sich unentschieden. Guck mal gerade, was die Torjäger angeht. Burgstaller hat jetzt 25. Ja, dann wurde er vorgelegt. So. Gut. 36 Spiele durch. Wir haben 97 Punkte. Mein Ziel ist es, vielleicht sogar auf 100 zu kommen. Dazu fehlen uns noch 3, also sprich ein Sieg. Und dann hätten wir das Thema auch geschafft. Wir können jetzt hier mit 103 Punkten nach Hause fahren am Ende in der Saison. 3 Niederlagen haben wir. Das eine unentschieden gegen auf St. Pauli. Die Niederlagen gegen Köln, Mannheim und zuletzt gegen Magdeburg. Das 3-4 zu Hause. Also 2 Heimniederlagen haben wir gekriegt. Nur die eine Auswärtsniederlage in Mannheim. Ja, ist halt einfach so. Manchmal passiert das einfach in dem Moment. Ne? So, muss man halt mit leben. Momentan abgestiegen, ja, Lübeck und Fähr sind abgestiegen. Wenn wir Mannheim gewinnen, die sind wieder noch ein bisschen drin. Lautern hängt da noch mit drin unten. Und das nächste Spiel ist das kleine Ruhrpott-Derby gegen den MSV Duisburg, der uns dann noch fehlt. Und das machen wir dann in der nächsten Folge.